Notruf. Abonniert, um keine weiteren Folgen von Notruf zu verpassen. Ich freue mich auch über ein Like. Machen wir weiter. Letzte Folge hatten wir einen Einsatz. Containerbrand. Oh, oder Müllbrand. Da wurde das Feuer mit Absicht gelegt. Es wurde angezündet. Haben wir es gefunden? Brandmittel? So richtig haben konnten nicht mehr rausfinden, weil das Spiel zu viel Fehler hatte. Ist ein bisschen schade. Gibt es auch hier vorher bei Notruf, das mit Absicht gelegt wurde. Gucken. Hoffentlich funktioniert Achtung, dieser Einsatz. Brandschutz, Containerbrand. Einsatz für TLF-1, Lippenstraße. Ich will auch mal wieder, dass man die Drehleiter mal wieder benutzen kann. Und nicht Containerbrand. Einen besonderen Einsatz. So. So, Einsatzmodus, Licht ausschalten. Wo muss man lang? Muss man lang? So. Dieses Navi. So. Hier ist eine größere Kreuzung. Gut, jetzt kommt die große Kreuzung. Die Rammkreuzung, sage ich das. Ich bin gerne von Autos gerammt. So, dann müssen wir einmal abbiegen. So. Also, ein paar Autos unterwegs. Das meinte ich. Da rammen die Autos ein. Gehen mal wieder in andere Sicht. Man sieht die auch fast gar nichts. Muss man gleichzeitig auf den Navi gucken. Ich weiß, wo es ist. Ist einfach nur geradeaus. Es war knapp, fast ein Auto gerammt. Na? Wo ist die Bushaltestelle? Ach, kein Reifenbrand. Ja, das fehlt noch mit einem Schaumupdate. Dass man richtig den Schaum benutzen kann. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ja nur den Auftrag gegeben. So richtig ist er jetzt auch nicht wieder zufrieden. Er kann sich wieder hinbieben. So. Absitzen, Ortsbegehung. Ist ja nur ein Kleinbrand. Es gibt noch nicht so viel Einsatz für die Drehleiter. So. Es könnte ein bisschen brennen. Ja. Warum ist die Leitstelle wieder weg? So, dann gebe ich den Einsatz Brandbekämpfung, Schnellangriff. Muss ich wirklich absperren? Nee. So. Gut. Absperren muss ich nicht. Wasserversorgung zeigt an, wie viel Wassertank drin ist. Welches Tanklöschfahrzeug ist es? Ist es ein 3000er oder ein 5000er? Muss da irgendwo stehen. Ich denke, ein Tanklöschfahrzeug hat auch viel Wasser. Sollte ihr ausreichen. Ich denke, hier beim Spiel ist eh alles unendlich. Rüsten wir uns mal aus. Absperren. Die fahren bestimmt eh auch gegen.
Die KI-Autos. Die KI-Rahmenautos. Rahmenautos einfach nur. Weil die gerne Feuerwehrautos rammen. Ja, es ging schnell. Sehen wir noch was? Ja, hier ist weiter nichts. Gut. Klutnester nach Klutnestern gucken. Ja, komme ich auch durch. So. Gucke ich wieder mit. Es sollte keine Probleme geben. Ein Anfang ist hier nur ein bisschen komisch. Na? Funktionierst du? Jetzt. Die Wärmekamera. So. Zählt doch mal an größeren Bränden. Die auch ein bisschen schwer sind. Dass man auch mein ganzes komplettes Haus brennt, was die Freiwillige Feuerwehr zukommt. Dass man auch ein bisschen was zu tun hat. Der Dachstuhlbrand ist das größte, könnte sich auf dem ganzen Haus ausbreiten. Der Wohnungsbrand kann auch kann ein bisschen größer sein. Was gibt es denn noch für Brände? Waldbrand gibt es nicht. Oh, kleinen Waldbrand. Muss ja nicht so groß sein. Das fehlt auch ganz. Waldbrandeinsatz. Das kann ja ein Baum sein, oder so brennt. Es gab ja das bei Freiwilligen Feuerwehr bei einem Zeltbrand. Das war ein Wald. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht. So. Ist hier noch was? Ah, schnell. Und dann greifen wir auch gleich wieder an. So. Oh. So. Was hätten wir? So, nach Klugnestern gucken. Nach einem hier müssen wir nicht. Ich kann mal kurz mal rüber gucken. Hier ist doch Reifenlager. Da kann man auch gar nicht wirklich benutzen. Was gibt's hier? Wasser, Schaum kann man nicht benutzen. Was gibt's noch? Wie bei Notruflöschmittel. Es gibt ja nur Wasser. Gut, ich sehe nichts. Können wir zusammenpacken. Ich weiß ja schon, wie das Spiel läuft. Die überholen sich eh alle gleich die Einsätze. Gucken wir mal, nächste Folge ist mit keinem Dachstuhlbrand, kein KEF-Einsatz irgendwie kriegen. Irgendwas mittelgrößeres, Verkehrsunfall 1. Irgendwas mit Mittelbränden. Kann man eigentlich die Leiter benutzen hier? Ne, kann man nicht. Kann man nicht runterfahren. So. Ich will mal eigentlich einen B-Schlauch. Dass man auch aus dem Teich Wasser holen kann. So. Aber es gibt ja keinen. Es gibt nur endlich einen Wassertank. Ist ja nie leer gegangen. So, können zusammenpacken. Warum können wir nicht zusammenpacken? Irgendwas fehlt. Ja, der Wassertank ist nicht voll. Ja, sowas gibt aber. Muss man ausprobieren, ob man den leer kriegt. Bis zur nächsten Folge von Notruf.